Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger und heute schauen wir uns an, wie ihr die Reihenfolge eurer Teams in Microsoft Teams verändern könnt. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr klickt auf den Namen bzw. das Symbol des Teams, haltet die linke Maustaste fest, dann wird die Liste der Teams so ein bisschen ausgegraut. Es entsteht ein kleiner, dünner, grauer Strich und wenn ihr jetzt den Mauszeiger nach oben bewegt, dann sollte der im Normalfall mitgehen und ihr seht schon, bei mir geht der nicht mit. Ich habe so einen Kreis dabei, der ist durchgestrichen, der sagt eigentlich, ich kann es da nicht loslassen. Sollte das passieren, so wie bei mir jetzt hier, dann bewegt ihr den Mauszeiger trotzdem weiter und lasst mal da los, wo ihr das Team hinschieben wollt. Und jetzt ist es so, ich habe die Maus jetzt losgelassen und jetzt erscheint dieser Strich, von dem ich gerade gesprochen habe. Und in diesem Fall könnt ihr die Maus jetzt noch an die entsprechende Stelle nochmal korrigieren. Und dann drückt ihr nochmal die linke Maustaste. Und jetzt wird das Team an dieser Stelle abgelegt. Das heißt, entweder beim Anfassen und Ziehen habt ihr gleich die Ausgrauung mit dem Strich. Falls nicht, falls dieser Kreis da ist, der durchgestrichen ist, einfach nochmal loslassen, die Maus noch an die richtige Stelle bewegen und dann dort loslassen. Leider finde ich noch nicht so ganz perfekt, aber es ist möglich, ihr könnt auf jeden Fall die Reihenfolge anpassen. Ihr könnt nicht nur die Reihenfolge der Teams ändern, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, Kanäle von Teams anzuheften. Und diese angehefteten Kanäle, die könnt ihr auch in der Reihenfolge verändern. Der Weg ist genau derselbe wie ich ihn euch gerade für die Teams gezeigt habe. Kanäle innerhalb eines Teams lassen sich in der Reihenfolge immer noch nicht verschieben, aber wenn sie angeheftet sind hier oben, dann ist das möglich. Wenn ihr Teams ausgeblendet habt, sodass die hier unten zu sehen sind, dann können die hier nicht in der Reihenfolge verändert werden. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr noch mehr Überblick in eure Teams bekommen könnt, dann schaut euch doch das Video an, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Da habe ich das ausführlich erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.